Hallo Afobs! Frohes neues Jahr erstmal und herzlich willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Olli und bei mir ist der Niklas. So, wir haben heute, Niklas, sag an, was haben wir heute? Wir haben heute einen Schlingmann für euch, ja. Einen Feuerwehrwagen, wie man hoffentlich erkennt. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Karte gucken. Es ist ein Bluebricks Pro mit der Z-Nummer 104120. Mhm. Hat 1829 Teile und kostet 99,95. Ja, du hast am Anfang schon die Z-Karte jetzt verraten. Ja. So, jetzt aber erstmal die Verpackung. Zeigen wir kurz mal ins Bild. Ja. Was hast du hier? Das ist die Verpackung. Richtig groß. Ja. So, die Vorderseite. Designtechnisch auch orientiert an unser alten Schlingmann-Fahrzeug. So, haben wir das schon mal hinter uns? So, wir haben hier nämlich ein Schlingmann TLF, steht für Tanklöschfahrzeug 3000. 3000 steht dafür, das ist das Auto 3 Tonnen Wasser mit sich führen kann. Also sprich 3000 Liter Wasser. Ich habe das quasi mal schlau gemacht. Ich habe einen Kumpel, er heißt ja Dennis und er arbeitet ja, also er ist freiwilliger Feuerwehr. Und ich habe ihn gefragt, Dennis, was ist denn das? Was bedeutet das TLF? Und er sagt, ja, Tanklöschfahrzeug 3000 für die 3000 Liter Wasser, das bei sich führt. Das Set ist lizenziert von Schlingmann GmbH und Co. KG. Und ja, ich habe das Projekt so geleitet. Und ich war auch in Kontakt mit dem Herrn Wendenburg, das ist der Chef von Schlingmann. Wir haben auch ein bisschen über Design abgestimmt, über den Druck und Aufkleber. Und ja, tada, das ist das Ergebnis. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich zeige euch noch mal kurz mal die Anleitung hier. Das ist nämlich unsere Anleitung, ist nicht so dick. Und im Maßstab 1:30. Und ja, bei der Titelseite habe ich hier so, also das habe ich selbst designt. Also ich bitte nicht schimpfen, wenn ihr sagt, das ist hässlich ausgefahren. Also ich habe dann selbst designt. Die Bilder und Beschreibung wurde von Schlingmann zur Verfügung gestellt. Und hier ist nochmal die Kontaktmöglichkeit von Schlingmann. Und wer halt gern so ein Tanklöschfahrzeug für eigene Feuer bestellen möchte, kann gerne Daumen auch mal anrufen und E-Mail schreiben. Die Bauanleitung an sich ist sehr schön gemacht, ne? Also vorherige Bauschritten werden verblasst dargestellt. Und gebaut hat es die Elke. Und die Elke hat gesagt, ja, sie hat ein bisschen Probleme mit dieser Fahrzeugfront. Da war so ein bisschen, wie sagen wir das auf Deutsch, frickelig? Ja, genau. So ein bisschen frickelig. Also da soll wir ein bisschen, Anführungszeichen, Mühe geben. Aber ansonsten war ein spannendes Bauen. Der Niklas hat das Modell schon mal ein bisschen ausprobiert für euch. Er zeigt noch euch mal die coolen Features bei dem Fahrzeug. So, Niklas, ja, du gerne. Bist dran. Also das ist ja halt so ein, wie du schon sagtest, so ein Tanklöschfahrzeug, was extra 3000 Liter Wasser mit sich führt. Und zwar für zum Beispiel Brände irgendwo im Wald oder da, wo es halt allgemein so ein bisschen unwegsames Gelände gibt. Mhm. Und deswegen haben wir auch schon quasi das erste Feature von dem Auto. Es ist nämlich sehr schön vorne und hinten jeweils gefedert. Mhm. Cool. Hat auch in der Realität Allradantrieb, wie genau. Alle diese TLF-Fahrzeuge. Ja, 4x4 sagt er es auch. Und ja, das Gerät, genau. Also quasi die Antriebsart, mhm. 4x4. Hat auch, habe ich auch nachgelesen, ich habe mich ja auch ein bisschen informiert, mhm. muss ja sein, eine rostfreie Edelstahl-Unterkonstruktion. Ja. Und extra halt, weil es ja so ein... Bei uns ist auch rostfrei, aber halt Plastikkonstruktion. Genau. Richtig. Ja. Man kann hier zum Beispiel schön dann eben diese Türen aufmachen, mhm. und hat dann hier ganz, ganz viele wunderbare Sachen drin. Gerätschaften, genau. Hier vorne und hinten. Hier kann man zum Beispiel dann noch die Sachen hier rausziehen, Funkgerät, ja. Und sowas, eine Axt, was dazugehört. Man hat hier, genau. Unten auch noch einen Tritt, den kann man ausklappen. Hier hinten hat man den auch nochmal. Ja. Genau. Also wir drehen das erstmal, ja. Um für den Zuschauer. Ja. So, kommen wir mal jetzt so. Hier hinten haben wir auch nochmal die Klappe, im Übrigen auch hier, das bedruckte Schlingmann-Element. Ja. Ja. Und genau, dann haben wir da drin auch, genau. Noch ein paar Sachen. Und hier unten haben wir auch so eine Trittstufen, der so ausfahrbar ist. Genau. Den kann man hier unten nochmal arrestieren, also hier unten kann man das nochmal arrestieren. Also das ist ein- und ausfahrbar. Ja. Und da hast du gut erwähnt, wir haben hier einmal Druck für die Schlingmann-Logo. Der... Also
Nummernschild ist ja in diesem Fall bedruckt, vorne und hinten. Und da, das Feuerwehr ist auch ein Druck, weil da ist mir nämlich aufgefallen, bei unserem alten Schlingwein-Fahrzeug, da ist gar kein Feuerwehr zu sehen auf allen Seiten. Das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt und ich habe dann gesagt, okay, wir brauchen ein bedrucktes Feuerwehrfliesen hier vorne, weil das ist sehr wichtig, damit man auch sieht, okay, das ist ein Feuerwehrauto. Und diese www.varus112.de beziehungsweise diese Varus-Logo auf beider Seite von B-Säule sind Aufkleber, weil, ja, wie gesagt, das erstmal hier auf mehrere Schichtfläche bedrucken ist ja schwierig zu machen. Und beziehungsweise hier geht man auch so über Steine, wo man das druckt. Also hier ist auch sehr klein. Und ich habe dann ja mit den Herrn Wendeburg da abgeschrieben, ja gut, das sind jetzt Werbeelemente, die muss man nicht unbedingt jetzt drucken. Man kann das beilegen in das Set, das kommt auch auf Sticker, lässt sich auch super anbringen. Und wer das mag, kann dann natürlich das auch noch zu sich aufkleben. Wer nicht, kann das halt weglassen oder andere Feuerwehr von Gemeinde diese Logo oder Symbole draufkleben. Feuerwehr, was weiß, Feuerwehr von Musterhausen oder sowas, kann man das quasi selber noch aufkleben, damit man halt das bisschen selbst gestalten kann, wie es halt geht. So, ja, man hat hier auch noch so ein Feature, hier diese, das ist so ein ausfahrbares, wie sagt man das, Arbeitsleuchte? Ja, genau, das ist halt, wie gesagt, der Wagen ist ja hauptsächlich so für unwegsames Gelände. Das heißt, wenn irgendwo ein Waldbrand oder so ist, ist das das Einsatzfahrzeug, was mit als erstes dahin geschickt wird, damit man eben mit diesen 3000 Liter Wasser schon mal sozusagen anfangen kann. Ja. Und dafür gibt es dann halt diese schöne Beleuchtung da oben. Und was auch eben ist, was auch das Original halt hat, ist, dass hier an den Seiten, das sind eigentlich, also in der Realität sind das halt komplette Lichter, genau? Oder genau, auf den Bildern, das sind halt Umfeldbeleuchtungen. Ja. Also ich habe mir auch ein bisschen erklären lassen, das halt für Einsatzleute, die können einfach hier die Umfeldbeleuchtung einschalten, dann können sie super schnell noch ein bisschen die Gerätschaften gut sehen, damit es technisch hell ist und ist einfach auch bei unserem alten Schlingmann-Fahrzeug diese auch dabei, diese Umfeldbeleuchtung. Ich glaube, ich kann es jetzt aber nicht sagen, ich glaube, das ist sogar patentiert bei Schlingmann, ich bin mir aber nicht sicher. So, ja, und insgesamt ist es ein sehr schönes Feuerwehrauto geworden, würde ich mal sagen. Ist zwar im Maßstab hier nicht mit den alten passend, aber insgesamt ist sehr gut gelungen. Ich denke, das soll euch jetzt, sage ich mal, jetzt kein großen Kritikpunkt sein wegen Maßstab, weil ihr wisst, je größer das Fahrzeug ist, desto besser kann man es detailgetreu gestalten mit vielen Funktionen. Auch hier Leiter auf dem Dach. Also hier Leiter auf dem Dach und ein bisschen Schläuche. Und ja, halt nochmal diese, wie sagen wir das, Blaulicht? Na, richtig Blaulicht. Ja, Blaulicht. Genau, Blaulicht. Und ja, alles in allem würde ich mal sagen, ist sehr gelungenes Modell. Ja, sieht sehr gut aus. So, und ich denke, darf nicht in einer Feuerwehrsammlung fehlen. Ja. So ein schönes Fahrzeug. So, Niklas, du fasst noch mal bitte die Dimension von dem Teil zusammen, dann können also, wir ja, schon mal für heute. Also das Teil ist insgesamt 33 cm lang, 13 cm breit und 17 cm hoch. Also das sind die genauen Maße von dem Teil. Also, ja, also schon ein ziemlich großes Fahrzeug und sehr detailliert ausgestattet mit vielen Features, die man jetzt auch bespielen kann und posieren kann. Ja. Leider muss ich sagen, also bautechnisch können wir die Rolltür nicht mehr nach hinten einfahren, aber ich denke, das ist halt üblich für ein Noppenstein-Set, dass man jetzt nicht alles nachbilden kann, aber jedoch viele kleine Details wiedergeben kann. So, ich denke, das war's dann für heute. Ja. Und ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben, genauso wie schöne Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.